Dieses Video wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Es läuft einfach bei Bernie und dem FC Bayern Basketball. So oder so ähnlich jedenfalls das erste Zwischenfazit nach einem knappen Drittel der Saison. 15 Siege aus 16 Pflichtspielen. Erste in der Bundesliga, erste im Eurocup, vorzeitig für die Top 16 qualifiziert. Der Blick auf die blanken Zahlen macht in der Tat Spaß. In der BBL die Bayern mit einer 9:1 Bilanz ganz oben. Zuletzt mit 6 Siegen in Serie, unter anderem in Berlin oder zu Hause gegen Meister Bamberg. Die einzige Niederlage gab es am 4. Spieltag zu Hause gegen Würzburg. Zur Erinnerung, auch in diesem Spiel führten die Bayern bereits mit 22 Punkten. Naja, egal. Scheint wohl der Warnschuss zur rechten Zeit gewesen zu sein, denn seither der FCB makellos. Und das auch international. München neben Krasnodar und Arusha Faka Istanbul das einzige Team ohne Niederlage. 6 aus 6, die internationale Weste der Bayern so weiß wie deren Auswärtstrikots. Trotz aller Zufriedenheit über den bisherigen Verlauf ist aber auch klar, kaufen kann man sich vom fast perfekten Saisonstart nichts. Im Gegenteil, die Herausforderungen, die warten, nicht weniger groß, zumal die Bayern mit Verletzungspech zu kämpfen haben. Wladimir Lucic schuftet nach seinem Mittelfußbruch in der Reha und auch Stefan Jovic feilt nach harter EM und Handverletzung an seiner Topform. Genügend Möglichkeiten in der Praxis bietet der Dezember, in dem die Bayern gleich 10 Pflichtspiele vor der Brust haben. Zu Beginn kommt am kommenden Freitag Bonn in den Audidom. Die Bonner als Tabellenfünfter immer ein unbequemer Gegner und für Überraschungen gut. Am Freitag um 19 Uhr geht's im Audidom also das nächste Mal heiß her. Die Bayern also Favorit und das sieht auch unser Partner Tipico, der Wettanbieter Nummer 1, so. Die Siegwahrscheinlichkeit des FCB liegt bei 80%. Na dann sind wir mal gespannt.